Herzlich willkommen zum Seminar ACE. Inhaltlich geht es dieses Semester um den Digital Twin. Auf der Moodle-Plattform habe ich bereits ein YouTube-Video verlinkt, das den beispielhaften Zugang oder die beispielhafte Umsetzung eines digitalen Zwillings mittels dem M5-Stack zeigt. Das ist ein Projekt, das bei uns am Institut umgesetzt wurde. Die Steuerungseinheit mit dem Display ist verbunden mit zwei Sensoren und das sieht man auf der linken Seite und auf der rechten Seite seht ihr die digitale Repräsentation davon. Und das Entscheidende ist eben, dass man sieht das jetzt hier, wenn an den Aktuatoren gedreht wird, dann ändern sich die Werte auf der rechten Seite. Das heißt, dass dieser digitale Zwilling mit dem physischen Gerät verknüpft ist. Gleichermaßen oder wichtig beim digitalen Zwilling ist es zu wissen, dass es auch in die andere Richtung funktionieren soll oder muss, um der Definition des digitalen Zwillings zu entsprechen. Das heißt, wenn ich am digitalen Zwilling etwas verändere, dann soll sich auch das physische Gerät verändern. Die Richtung oder die Wirkungsrichtung ist sozusagen bidirektional. Es ist auch legitim, dass man sich auf der Wikipedia den Eintrag zu digitaler Zwilling durchliest, um erste Informationen dazu zu bekommen. Es ist eben eine digitale Repräsentanz von einem physischen Gerät. Es ist im Prinzip ein Modell, um Simulationen und Algorithmen darauf ausführen zu können. Eine Suche auf YouTube zu Digital Twin ergibt einige interessante Einstiegsvideos, wie zum Beispiel diesen Sketch hier, wo in 3 Minuten erklärt wird, was mit einem Digital Twin alles möglich ist, wo er herkommt, etc. Ebenso kann der digitale Zwilling eine Suche ausgeführt werden und es kommen interessante Einführungsvideos, die in Kürze erklären, was ein digitaler Zwilling ist. Digitale Zwillinge sind also digitale Repräsentationen von physischen Objekten. Man kann sie nun überlegen, dass man das in unterschiedlichsten Szenarien einsetzen kann. Wir sprechen hier von cyberphysischen Systemen. Man kann das sehr klein denken, also so wie der M5-Stack, eine kleine Einheit mit vielen kleinen Sensoren, ist vielleicht interessant für ein Smart Home oder für moderne andere Technologien, autonome Fahrzeuge etc. Oder man kann es auch groß denken, wie zum Beispiel in ganze Energienetze könnten als ein digitaler Zwilling dargestellt werden. Mit Hilfe von diesen digitalen Zwillingen kann man eben Dinge ausprobieren, kann man Simulationen ausführen um jetzt hin zur Seminararbeit zu schwenken, kann man sich eben überlegen, einerseits die Domäne, wo die digitalen Zwillinge eingesetzt werden. Man kann sich überlegen, ob der digitale Zwilling bei der Herstellung, bei der Entwicklung, beim Design eines Produkts oder eines Services meinetwegen Verwendung findet. Oder man kann sich überlegen, wie schaut denn dieser digitale Zwilling aus? Wie schaut denn so ein System aus, wie das aufgebaut ist? Wir haben gesagt, der digitale Zwilling ist in erster Linie ein Modell, also in irgendeiner Form. Gibt es da ja Software, mit der man das erstellen kann. Also wäre es ja auch interessant, wie sieht denn die Architektur von so einem digitalen Zwilling aus? Beispielsweise, welche Schichten gibt es da? Gibt es da einen UI-Layer? Gibt es einen Database-Layer? Also einfach, wie kann man so einen digitalen Zwilling überhaupt erstellen und generieren? Gleichermaßen kann man sich anschauen den
Prozess, wie komme ich denn zu einem digitalen Zwilling? Also Mama sagt, okay, ich habe die Architektur, die Modellierungssprache und die Tools, die dazu verwendet werden. Dann gibt es halt die Frage, wie komme ich dazu? Also muss ich da ein 3D-Modell zeichnen oder kann ich da irgendwas abstrakt modellieren in einem mathematischen Modell? Und wie gehe ich dann damit um mit diesem Modell? Also so, wie wird das Business Process Management als Prozess ja verstehen können, sprich die Erhebung von einem Geschäftsprozess, kommt man sagen, Erhebung von einem digitalen Zwilling, dann eben die Ausführung oder die Simulation, die Anreicherung mit Daten und dann wiederum die Analyse dieses und die Rückspiegelung auf das Modell und die Weiterarbeit damit. Das wären also einige so Schnittthemen und um den digitalen Zwilling oder um hier ein Beispiel zu geben für die Seminararbeit, habe ich hier analog zu dem Video auch auf der Moodle-Plattform zur Eingrenzung eines Themas und wie man dann eine Fragestellung kommt, habe ich hier eine Eingrenzung hinsichtlich des Digital Twins vorbereitet. Der Digital Twin als solches ist einfach ein viel zu großes Thema, um das in einer Seminararbeit zu bearbeiten. Man könnte das jetzt inhaltlich eben eingrenzen und sagen, ich schaue mir Digital Twin im Smart Manufacturing an. Das heißt, ich schaue mir nicht Digital Twin an, wie das funktioniert in einem Smart Home oder in einem autonom fahrenden Auto. Ich schaue mir Digital Twin wirklich für die Domäne des Smart Manufacturing an. Als nächstes, das ist immer noch viel zu groß, das Thema, weil es gibt ja die unterschiedlichsten Themen für Smart Manufacturing. Als nächstes grenze ich ein und sage, okay, ich würde mir gern anschauen, den ersten Prozessschritt von Digital Twins. Ich gehe auf die Modellierung von so einem digitalen Zwilling im Sinne des Smart Manufacturings. Da habe ich immer noch nicht gesagt, geht es mir um das Produkt oder geht es mir um die ganze Anlage im Smart Manufacturing. Das lasse ich heute noch offen. Ich grenze nur mal dieses Modellieren ein im nächsten Schritt und sage, als Werkzeug will ich ein Web-based Tool verwenden. Und habe es wieder ein Stückchen eingegrenzt, sage immer noch nicht, worum geht es mir eigentlich. Und lasse das auch im letzten Schritt dann offen, wo ich dann sage, okay, mein Smart Manufacturing soll Kanban organized sein. Das heißt, ich kann dann immer noch sagen, der Digital Twin bezieht sich der auf mein Produkt, was ich generieren möchte, oder bezieht sich der Digital Twin auf das gesamte Smart Manufacturing, auf die Produktionsanlage sozusagen. Das lasse ich mal in diesem Fall offen, auch damit ihr seht, da ist noch immer Spielraum. Es würde jetzt im nächsten Schritt eben analog zum Video, würde ich daraus jetzt eine Forschungsfrage bilden und würde dann mit dieser Forschungsfrage oder mit diesem Thema einmal eine erste Literatursuche in der Literatursuche machen, vielleicht auf Google Scholar und einmal nachsehen, ob ich da einen Artikel finde, der in diese Richtung geht. Bei der ersten Abgabe ist ja auch gefordert, einen Artikel schon anzuhängen. Das wär's schon mit meinem Input zu digitalen Zwillingen. Ich bitte euch mit diesem Konzept vertraut zu machen. Digital Twins, die YouTube-Videos zu sichten und analog zu dem Video, wie ihr die Themenstellung eingrenzt und zu einer Fragestellung kommt, das Themenfeld einschränken, damit ihr eine bearbeitbare Fragestellung für eure Seminararbeit bekommt. Bei Fragen könnt ihr mich jederzeit kontaktieren und ansonsten wünsche ich viel Glück bei der Ausarbeitung.